Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Let's Play Another Brick in the Mall. Wir haben beim letzten Mal unsere Bowlingbahn eingeweiht und ja, die hadert noch so ein bisschen, die weiß noch nicht so recht, will ich Gewinne machen, will ich keine Gewinne machen? Und um das Geschäft ein bisschen anzukurbeln, stellen wir hier vielleicht nochmal zwei Flipperautomaten auf und wir stellen auch hier noch zwei Flipper auf. So, vielleicht kriegen wir damit ja den einen oder anderen hergelockt. Aber insgesamt muss man sagen, der Gewinn ist schon mal deutlich gestiegen. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass wir einige Geldautomaten aufgestellt haben. Deswegen werde ich jetzt auch in weiteren Geschäften noch... Hä? Hatte ich hier nicht einen aufgestellt? Ich meine, ich hätte schon können, ich hätte einen aufgestellt. Nein, ich wollte da einen aufstellen. Stimmt. So, auf jeden Fall sollte in jedem Geschäft jetzt ein Geldautomat sein. Deswegen kommt da noch einer hin. Da kommt noch einer hin. Hier kommt einer hin. Und auch da kommt einer hin. So. Können die Leute sich schön Geld ziehen? Müssen wir mal schauen. Bei der Bar. Stündliche Verkäufe. Na, wir sind nur zwei. Geht's bergab? Vielleicht zur. Ja, wir machen's mal. Aber ich muss mir nochmal Gedanken machen, wie ich das mit der Bar genau mache. Ich meine, wir machen ja aktuell Gewinn, das ist gut. Hier sieht es schon wieder gar nicht so gut aus. Aber man merkt echt, es hat eine gewisse Tagesform manchmal. Mal läuft es gut, mal läuft es überhaupt nicht gut. Alter, was habe ich denn jetzt hier für viele Vermeldungen, Mensch? Da sind Warteschlangen um 15 Uhr. Das ist schlecht. Na, dich kriegen wir aber echt nicht so richtig zum Laufen hier. Warum zahle ich eigentlich so viel Gehälter? Moment mal. Oh Gott, bin ich dämlich. Alter, was stimmt denn nicht mit mir? Warum habe ich denn gesagt, dass er nur 5 Stunden arbeiten soll? Oh Mann, ist ja kein Wunder. Ich wundere mich, warum wir hier nichts verkauft kriegen, ne? Alter. Wann habe ich das bitte eingestellt? Ich müsste es eigentlich nochmal nachhalten. Weil ich weiß es gerade beim besten Willen nicht. Oder haben wir gesagt, wegen... Nee. Und siehe da, auf einmal laufen hier Kunden rein. Unglaublich. Dann schauen wir mal, was hier heute nach Ladenschluss rauskommt. Ich bin jetzt echt gespannt, ob das jetzt vielleicht doch mehr wird. So, gleich machen wir zu. Ist nicht mehr viel. Ah, toll, jetzt kommt noch ein Schwall Kunden rein. Ja, immerhin fast alle abkassiert. Gut. Alter, wir haben hier viel zu viel. Wir brauchen dringend noch ein zweites allgemeines Geschäft. Ich glaube, das werden wir tatsächlich als nächstes angehen. Und das sollten wir auch machen, bevor wir den neuen Straßenanschluss dahin machen. Na, guck an, schon haben wir nur noch minus 8%. So, wir machen jetzt einfach mal hier ein neues Fundament. Wir machen es erstmal so, weil mehr können wir uns gerade sowieso nicht leisten. Dann schauen wir mal, welche Produkte wir hier outsourcen können. Vielleicht sollten wir Brot, Gemüse und Obst hier rausnehmen und es dann hier reinmachen, dass man einfach nur ein reines Lebensmittelgeschäft hier quasi reinmacht. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. So, wir haben schon fast alles erforscht. Das ist krass. Viel ist nicht mehr. Aber irgendwie auch den Automaten habe ich bisher auch noch keinen spielen sehen. Ah doch. Wenn man von Teufel spricht, geht auch Geld rein? Muss ich gleich mal darauf achten, wenn der nächste kommt. Ja, sehr schön. Da gehen ein paar Dollar rein. Da sollten wir dann vielleicht echt mal ein paar mehr aufstellen. Könnte man hier so eine kleine Arcade-Halle mit reinmachen. Das fände ich zum Beispiel relativ stylisch. So. Ich glaube, ich möchte es tatsächlich noch ein bisschen erweitern. So hätte ich es eigentlich am liebsten, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Da brauchen wir noch ein paar Taler für, sonst wird da nichts.
Ich habe eine Idee. Über kurz oder lang könnte man dieses Lebensmittelgeschäft auch in die Mall selber integrieren, indem man macht hier noch eine Durchgangstür, dass man dann das Lager entsprechend hier so shit neben macht. Oh, komm schon! Ach, immer dieses Geld, was einem fehlt. Schrecklich. Vielleicht sollte ich auch einfach mal noch ein paar mehr Bushaltestellen machen. Zum Beispiel da unten hin. Komm, für eine Bushaltestelle? Nein, da reicht's. Doch, da reicht's. Dann machen wir da einen und dann vielleicht noch eine. Damit wir noch mehr Kunden anlocken können, die wir nicht bedienen können. Ja, wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier unser zweites Lebensmittelgeschäft kriegen und dass wir hier Brot, Gemüse und Obst outsourcen. Ich brauche dringend einen Lageristen, fällt mir gerade auf. Ich habe ja teilweise... Beziehungsweise ich muss zumindest mal die Arbeitszeit anpassen. Sekunde, wir schauen mal kurz Personal. Wir nehmen mal... Nein, ich wollte nur die Lageristen. So, einen von 8. Und einen von 22 Uhr. Dann würde ich sagen, fangen wir mal um 20 Uhr an. Dann haben wir nur 2 Stunden Pause und nicht 4 Stunden und dann gar nichts. So, dann denke ich, wow, du hast ja komplett ausgelevelt zum Lageristen. Geil. Cool, dann das sammelt ja doch Erfahrung. Schön. Guck mal hier, was die für tolle Kassierer geworden sind. Mensch, mega. Cool, da habe ich, muss ich sagen, bisher noch gar nicht so richtig nachgeguckt, aber ich finde es geil, dass es so ist. So, die machen wir noch 2 breiter. Haben wir hier noch so eine Mauer fürs Lager. Alter, es ist unglaublich. Hier 58, meine Fresse, ich habe zu viele Kunden. Das ist übel. Ich glaube, die Bushaltestellen, die schlagen so richtig rein. 1, 2, 3. Na, die dritte passt zum Beispiel finanziell gar nicht mehr. Schauen wir dann gleich mal. So, 3 Kassen sollten es auf jeden Fall sein. So. Dann machen wir jetzt hier erstmal. Stimmt, ich will ja noch die Durchgangstür hier halten. Dürfen wir nicht vergessen. So, Moment, was will ich alles outsourcen? Will ich nur Brot? Ich muss da kurz die Nachfrage checken, was wir brauchen. Frisches Fleisch brauchen wir auch. Das heißt, da kommt noch eine Gefriertruhe hin und frischer Fisch. Vor allem aber frisches Brot. Okay, dann machen wir hier 1, 2, 3, 4 Brot. Ja, oder? Sollen wir mehr? 1, 2, 3, 4. Also je mehr Tische wir von der gleichen Ware haben, desto mehr entlasten wir ja letzten Endes auch den Lageristen. Dürfen wir nicht vergessen, haben wir hier Gemüse. Hier machen wir Obst und dann machen wir hier noch 2. Na, Moment, verkackt, entschuldigt. Jetzt haben wir entfernen. Machen wir hier 1, 2, 3. So. Ach, ich muss erst den Laden zuweisen, natürlich. So, Geschäft. So, erstmal ist es noch geschlossen. Dann weisen wir hier schon mal ein Lager zu. Dann weisen wir natürlich dem Geschäft das entsprechende Lager zu. Und jetzt können wir auch auswählen. So. Macht's mal ganz geschmeidig so. Frische Früchte.
Nochmal Früchte. 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 Früchte, dann hier Gemüse. 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 Ich finde das doof, dass man das nicht so irgendwie sammeln kann, sondern sagen kann, zack, ich markiere jetzt die alle und da soll jetzt überall das gleiche Produkt rein. Was sind jetzt hier? Brot. Brot. Dann wird das ja ein richtig schön frisches Lebensmittelgeschäft mit Brot, Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch. Alter, tut mir leid, dass ich jetzt gerade so viele Meldungen erzeuge. Das ist jetzt nicht unbedingt der Masterplan gewesen, aber es hat sich jetzt einfach so ergeben. Wir kümmern uns da gleich drum. Also wir müssen auf jeden Fall allgemein noch ein bisschen optimieren, aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir auf jeden Fall dieses Geschäft hier ans Laufen kriegen. Wir sollten hier vielleicht auch mal eine Ladezone machen. Das fände ich, glaube ich, alles andere als verkehrt. Sekunde, wir müssen einmal hier was nein. Wir machen das mal hier. So, da kommt, tut mir leid, ich muss jetzt leider da rausschmeißen. Eine Ladezone hin. Dich machen wir auch weg, denn hier kommt eine Müllabfuhrzone hin. Und tut mir leid, immer... Ja, mir fällt es tatsächlich erst ein bisschen später ein. Wir machen noch mal ein bisschen Personalparkplätze. So, Müllabfuhr. Personalparkplatz. Hä, habe ich hier noch kein Brot ausgewählt? Ach so, nee, Moment. So, dich als Lager, dann Personal, Lagerist. So, du hast gute Soft Skills, das heißt, du kannst da gut hochleveln. Kassierer. Nehmen wir mal dich. So, machen wir erstmal so. Toiletten, Restaurant. Eieiei, beim Restaurant, da muss ich dringend mal gucken. Okay, wir gucken uns das gleich in Ruhe an. Ich habe die jetzt erstmal alle weggeklickt. Ist mir klar, aber... So, wo ist unser Lagerist? Der räumt ein. Alter, schon wieder. Wir sind schon bald durch mit allem an Forschung. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den Grundstock eingeräumt kriegen. So, Toiletten. Warteschlange. Uiuiuiui. Was ist denn hier los? So, ich sag's ja, wir brauchen hier tatsächlich noch einen weiteren Kassierer. Fängst da an und arbeitest 10 Stunden, bitte. Weil, ja, Moment. Fangen wir um 10 an. Haben wir jetzt wirklich einen Moment? Irgendwas passt hier doch nicht. Haben wir da wirklich so viele Kassierer hier? 4 Stück? Kann eigentlich nicht sein. Vielleicht sollte ich hier nochmal eine zweite Wartungszone irgendwo hinbobbeln, dass wir mal das Klo ein bisschen in den Griff kriegen. Was haben wir hier? Warteschlangen. Ach, hier haben wir schon Warteschlangenprobleme, alles klar. So, Gott sei Dank haben wir hier die Warmhalteteile. Ich befürchte, wir werden bald nicht um einen weiteren Koch herumkommen. Warte mal. Ja, tatsächlich, du spielst an deinem Handy rum. Machen wir es so. Haben wenigstens eine gewisse Auslastung. Ei, 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 ei. Ist ja das ganze Brot vergammelt oder was ist da los? So,
Stopp mal, wir müssen hier verwalten. Wir brauchen mehr Personal. Wir brauchen zwei weitere Kassierer, denke ich. Wobei, wir machen erstmal einen für den nächsten Tag. Na, wir haben schon wieder einen neuen Peak beim Gewinn erreicht. Das Geschäft macht auf jeden Fall hier Sinn. So, und hier wollten wir das Sortiment ändern. Aber wir machen das erst am nächsten Tag, damit wir auch hier unten die Kunden überhaupt bedienen können. Ich würde sagen, wir sollten gucken, dass wir im Moment das Geschäft dann doch mal minus 541%. Was ist denn da los? So, einen Moment. 10. Aber fangen wir früher an. Fangen wir um 14 Uhr an. Dann stellen wir noch einen Kassierer ein, nämlich ihn. Der lächelt so freundlich. Machen wir mal so und dann machen wir am nächsten Tag das Geschäft mal für 24 Stunden auf. Aber ich muss echt mal gucken, dass wir da ran. Das ist ein Problem. Ich muss definitiv nochmal mindestens die Anzahl der Hausmeister verdoppeln, würde ich sagen. Beziehungsweise einfach noch weitere Wartungsbereiche einrichten, dass man nicht immer 10 Kilometer laufen muss. Wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ah, guck an, nur noch minus 176%. Schön! So, und wir machen 24 auf. Wir stellen auch noch einen weiteren Lageristen ein. Nicht, dass wir dann später ins Hintertreffen geraten. So. So, und jetzt müssen wir oben das Sortiment rausnehmen, denn es gehen zu viele hier einkaufen. Wir machen hier hinten mal eine Schmuckabteilung raus aus der Bekleidungsabteilung. Hier, was können wir da noch nehmen? Ja, nichts Gescheites. So, dann bauen wir erstmal hier oben zurück. Und bauen dafür lieber noch ein paar Regale. Oder ja, machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Machen hier mal Kaffee und Tee noch ein. Frühstücksflocken. Was passt da noch gut zu? Und Brotscheiben. Hier machen wir Reis und Nudeln. Soßen und Gewürze. Wovon haben wir noch? Lediglich einen Konserven. Machen wir so. Das ist doch ein guter Mix, denke ich. So, und alle, die jetzt Brot und Obst wollen, die kommen hier hinten hin. Dürfen wir die auf jeden Fall gut bedienen können, denke ich. Ja, auf jeden Fall ein guter Andrang. Schreit ja schon fast am weiteren Kassierer. So. Ausverkauf. Wo war das hier? Wie lange hast du eigentlich auf? 10 Stunden nur. Das ist jetzt nicht so viel. Wundere mich, dass da was ausverkauft ist, aber gut. 82, meine Fresse. Ich mache erstmal alles weg, dass wir jetzt mal einen aktuellen Stand haben. Wir haben jetzt doch ein bisschen was verändert. So, hier haben wir eine Warteschlange. Wir haben 19 Uhr und es sind nur zwei Leute da. Das geht so nicht. Machen wir kurz. Schauen wir mal. Personal. Wir gucken uns nur mal die Kassierer an. So, 10 bis 18 Uhr. Dann mach du doch mal. Nein, dann haben wir 4. Hier unten ist eigentlich so ein Peak, ne? Du fängst um 9 an. Mach doch mal so, arbeite 10 Stunden. Mach 10 Stunden, aber ein bisschen, ne? Sekunde, Sekunde. Ich muss das gerade nur, es ist ein bisschen Feintuning jetzt gerade. So, 18 Uhr.
haben wir Thomas da länger. Nein, dich brauchen wir da nicht länger. Dich auch nicht. Du machst schon 10 Stunden und du auch. Okay, wir versuchen es mal so. Hier sind Warteschlangen. Na, guck mal einer an. Aber du machst es gerade wieder erstaunlich miese. Muss ich mal so sagen. Ach, wir wollten ja hier noch... Haha, wir wollten ja noch eine weitere Bushaltestelle hier hinbobbeln, aber das geht scheinbar so nicht. Schade. Gut, dann können wir natürlich sagen, wir machen jetzt hier ganz viele Kundenparkplätze. Können es aber auch erstmal lassen. Ah, haha, ich wollte hier noch Hausmeister einstellen. Alle? Wir gucken mal. Hausmeister. Vielleicht müssen wir auch nur die optimieren, die wir da haben. So, 15 Uhr. 24 Uhr. Wie kann es sein, dass um 12 Uhr nur zwei da sind? Ja. Wir stellen einfach mal nochmal jemanden ein, der einfach schnell ist. Du fängst abends an und machst mal 10 Stunden, bitte. Jetzt haben wir hier wieder ein Warteschlangenproblem. Das ist echt zum Mäusemelken. Also da muss man echt tierisch am Ball bleiben, dass man da rankommt. Da haben wir drei Kassierer da. Warte mal, wer fängt denn um 12 an? Du, wenn ich eine Stunde eher anfangen lassen. Gucken wir mal, ob wir da den Engpass überbrückt bekommen. Ach, diese verdammten Ratten. Okay, wisst ihr was? Ich baue jetzt hier endlich mal einen zweiten Wartungsbereich hin. Machen wir jetzt einfach hier ran. Machen wir dann eine schöne Personaltür dran. Zuweisen Wartungszentrum. Zack. So, und auch da stellen wir mal einen Hausmeister an. Wir stellen noch einen Hausmeister an. Nehmen wir dich. So, so machen wir es. Einfach, dass wir mal wirklich das Klo hier endlich sauber kriegen. Das ist ja ein Sodom und Gomorra, was wir da hinterlassen bekommen. Wie läuft's bei dir? Du machst immer noch ganz schön miese. Finde ich jetzt nicht so geil. Vielleicht fehlt auch einfach ein Geldautomat. Geldautomat. Verkaufsautomat stellen wir da auch nochmal hin. Vielleicht rechnet der sich auch. Ich bräuchte eigentlich hinten noch ein Wartungszentrum. Ich brauche einfach viel mehr Hausmeister, weil ich habe jetzt gerade gesehen, der hat drei Felder gereinigt und ist automatisch wieder abgehauen. Heißt, wir gönnen uns jetzt hier noch einen Hausmeister. Man muss jetzt einfach mal ein bisschen was ins Personal investieren. So, jetzt haben wir immer mindestens drei vor Ort. Das ist schon mal nicht verkehrt. So, und hier brauchen wir dringend noch mehr Verkäufer. Gerade in den Abendstunden. So. Haben wir da noch schon mal ein bisschen was überbrückt? Ich würde sagen, wir wagen jetzt einfach das Experiment. Und entsperren diese Straße. Ich befürchte, das wird jetzt nicht gerade die Anzahl der Fragezeichen hier senken. Und wir müssen mal schauen, wie sich das auf die Parkplatzsituation auswirkt. Vielleicht kommen wir schon ans Limit. Das kann gut sein. Oi, 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 hier brauchen wir noch dringend wen. Brauchen mindestens drei Kassierer. Aber oi, was haben wir denn da für einen Top-Kandidaten? So.
Na, noch sind wir nicht ganz am Limit. Aber wir sollten halt gucken, dass wir da auch nicht zu weit hinterherhängen. Wäre sonst echt mies. So, hier haben wir eine Warteschlange. Wann? Um 20 Uhr. Dann verwalten wir doch mal das Geschäft. Schauen wir beim Personal. Jetzt gucken wir mal die stündlichen Verkäufe. So, Kassierer. Stellen wir mal noch einen ein. So, du fängst später an. Ja, mach mal. Fangen wir um 16 Uhr an. Ich denke, das dürfte da schon mal helfen. Alter, wie viele neue Sachen dazukommen? Das ist so unglaublich. Läufst du eigentlich? Oh ja, du läufst. Alter. Das ist echt übel. Mein Gott. War ja schon wieder ein Kassierer. Wir müssen die Schichten ein bisschen geschickter legen. So, warte mal, das ist ist morgens. So, du fang doch mal später an. Und mach mal nur 8 Stunden. Du fang doch mal früher an. Haben wir um 18 Uhr noch eine Lücke. Wir müssen schauen, wer nachmittags anfängt. Du? Wir lassen dich mal vor. Alter! Puh, Leute, das ist echt heftig. Aber wir sehen, der Umsatz ist auch in die Luft geflogen. Ja, die Parkplatzsituation, die geht noch. Gott sei Dank. Ich denke mal, das haben wir hauptsächlich den Bushaltestellen zu verdanken. So, ihr Lieben, langsam glaube ich, meine täglichen Einnahmen sind so weit, dass ich sagen kann, ich fange jetzt hier mit dem großen Bau der Mall an. Wie das Ganze aufgebaut wird, das weiß ich noch nicht. Das würde ich sagen, sehen wir innerhalb der nächsten weiteren Folgen. Ich bedanke mich bis hierhin ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.